Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute gemeinsam Yoga machen. Dehnen für Unbewegliche Teil 2. Das heißt, das ist das zweite Video für alle, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Beweglichkeit, mit der Flexibilität oder gerade erst mit dem Yoga und dem Dehnen begonnen haben. Für dieses Video heute brauchst du keinerlei Hilfsmittel, keinen Gurt, keinen Block. Es sollte alles so super hinhauen. Bevor wir starten, wäre es eine riesengroße Unterstützung, wenn du noch den Like-Button drücken könntest und meinen Kanal abonnierst. Es werden auch noch Teile von diesem Video kommen, 3, 4, 5, vielleicht ganz, ganz viele. Schauen wir mal, wie gut es ankommt. Also ich freue mich da sehr über deine Unterstützung. Schnapp die Matte und los geht's. Wir starten heute im Stehen, also einfach ein hüftbreiter Stand, die Arme ganz locker und bevor wir starten, schließ da mal deine Augen und gib dir erstmal Zeit, um auf der Matte anzukommen. So, da mal 5 tiefe Atemzüge nehmen, die Schultern dabei entspannen, das Gesicht ganz locker, ganz entspannt. Tief durch die Nase einatmen und durch die Nase oder durch den Mund wieder ausatmen. Ein letztes Mal tief ein und vollständig aus. Und dann öffne auch schon wieder die Augen. Also gerade so 5 tiefe Atemzüge können oft helfen, Stress abzubauen und im Moment auf der Matte anzukommen. Also das mache ich immer ganz gern zu Beginn der Videos. Gut, wir beginnen mit einer Übung für die Hamstring-Muskulatur hinten auf der Oberschenkelrückseite sowie für die Wirbelsäule. Dafür eben dieser hüftbreite Stand, circa eine Länge vom Fuß. Beug die Knie und fall einfach mal nach vorne. Das heißt, der Rücken darf hier wirklich schön rund werden, hin zur Brust, dass sich auch der Nacken lockert. Kannst du entweder die Arme einfach hängen lassen und nach vorne und hinten baumeln oder du kannst auch die Ellbogen greifen, links und rechts und da hin und her wippen, um die Schultern zu lockern. Die Knie bitte am Anfang noch gebeugt lassen. Und wenn du willst, kannst du auch gerne deinen Kopf bewegen, wie wenn du Ja oder Nein sagen würdest. Also die ersten 2 Wirbel, Atlas und Axis, das Ja- und Nein-Gelenk. Da einfach ein bisschen auslockern. Kiefer lockern, Stirn, tief ein, durch den Mund aus. Und dann lass die Arme seitlich wieder hängen, Knie beugen, Kinn zur Brust und mit der Einatmung roll langsam hoch, Wirbel für Wirbel nach oben. Sehr gut, dann rollen wir da mit der Schulter nach hinten, gerade ein paar große Kreise und nach vorne. Könntest diese Übung natürlich auch länger halten, da bietet es sich oft auch an, sich an die Wand zu lehnen und einfach so nach unten. Und wenn du zusätzlich deine Hamstrings dehnen willst, dann lass die Beine durchgestreckt. Das machen wir vielleicht ein bisschen später noch mehr für die Hamstrings. Jetzt geht es uns um den Nacken, hier sind ganz oft Verspannungen, daher hüftbreiter Stand. Die Arme seitlich und dann stell dir vor, du hast ein Gewicht in der rechten Hand, der Arm zieht nach unten und der Kopf geht nach links. Nicht nach links schauen, sondern das Kinn bleibt vorne und quasi die Schläfe geht Richtung linke Schulter. Der rechte Arm wird schwerer, zieht nach unten. Für 5, 4, solltest du eine angenehme Spannung spüren, seitlich im Nacken. 3, 2 und 1. Langsam wieder hoch, nimm das Gewicht in die andere Hand und der linke Arm zieht nach unten, wird schwerer, der Kopf geht nach rechts, Kinn bleibt vorne. Für 5, 4, 3, 2
Und eins. Langsam wieder zur Mitte, das Gewicht zur Seite legen. Und dann machen wir noch was für die Schulterblätter, für die Skapulae. Auch da verantwortlich oft für Nackenschmerzen. Geh ein bisschen in die Knie. Das nimmt immer die Spannung aus dem Rücken. Und dann bring die Unterarme zusammen. Wenn du willst, kannst du auch diese Eagle Arms machen. Wir beginnen mit dem rechten Arm vorne und der linke Arm geht unten durch. Vielleicht Handflächen oder Handrücken zusammen, also was sich ausgeht. Aber es dehnen für Unbewegliche. Also ich gehe davon aus, dass sich das nicht ausgeht, was voll okay ist. Dann einfach die Unterarme so zusammen und wir schieben die Ellbogen nach vorne und leicht nach oben. Der Rücken wird da ganz rund. Fest nach vorne schieben für 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen. Wenn du die Arme verschränkt hast, dann geht jetzt der linke Ellbogen vor und der rechte Arm unten durch. Ansonsten einfach nochmal genau dasselbe. Knie wieder beugen und dann merk dir, nicht nach unten gehen, sondern nach vorne und nach oben. Gut, halten für 5, 4, 3, 2, und eins, langsam wieder lösen und ausschütteln. Sehr gut. Jetzt legen wir uns auf den Bauch und machen eine ganz lockere Rückbeuge. Das heißt, wir platzieren die Unterarme auf der Matte, schulterbreit. Einfach da die Unterarme auf die Matte ablegen. Bitte nicht zu weit vorne, aber auch nicht so bei dir. Also das ist jetzt keine Cobra, sondern eine Swings Pose. Den Hintern können wir ganz locker lassen, alles entspannt. Und hebt die Brust mal so weit, wie es geht, nach oben. Wirklich weit nach oben ziehen. Und dann spüren wir da einen angenehmen Druck im unteren Rücken. Also sehr gut für die Wirbelsäule. Da halten wir jetzt ein bisschen länger. Schultern so entspannt wie möglich. Der Mund auch gerne leicht geöffnet, dass wir da nicht das Kiefer anspannen. Schließ gerne mal die Augen und nimm noch 3 Atemzüge. Letztes Mal tief einatmen und vollständig ausatmen. Langsam auf den Bauch legen. Und jetzt machen wir eine Drehung. Dafür gehen die Arme nach links und rechts, die Handflächen schauen nach unten. Die Arme sind in Schulterhöhe platziert. Hebt das rechte Bein, beugt das Knie und versucht die linke Hand zu berühren. Aber nur versuchen, ist überhaupt nicht das Ziel, einfach nur in die Richtung. Bitte nicht die Hand jetzt bewegen und versuchen den Fuß zu schnappen. Die Hände bleiben, wo sie sind, die Arme durchgestreckt. Es geht uns nur um die Richtung, um die Drehbewegung. Vielleicht knackst du ein bisschen, das ist immer ein gutes Zeichen, dass sich was löst. Linkes Bein bleibt auch so, wie es ist. Da noch kurz halten für 3, 2 und 1. Langsam wieder zur Mitte, auf den Bauch und dasselbe auf die andere Seite. Linkes Bein hoch zum rechten Fuß. Idealerweise geht der Blick jetzt nach links. Arme bleiben durchgestreckt. Halten für 3, 2 und 1. Sehr gut. Langsam wieder auf den Bauch legen. Dann platzieren wir die Hände neben der Brust und drücken uns nach hinten in die Child's Pose. Das heißt, wir sitzen da hinten auf den Fersen drauf. Die Arme bleiben aber vorne, sind aktiv. Also bitte nicht so durchhängen lassen, sondern weit nach vorne wandern. Handflächen in die Matte drücken. Den Kopf können wir einfach hängen lassen, damit sich der Nacken entspannt. Das öffnet deine Schulterblätter, die Brustmuskeln, also den Pectoralis, entspannt die Wirbelsäule. Und für den seitlichen Stretch, der uns jetzt noch fehlt in der Wirbelsäule, wandern wir mit den Händen mal so weit, wie es geht, nach links. Leg die rechte auf die linke Hand, die Arme bleiben durchgestreckt. Da 3 tiefe Atemzüge durch die Nase bis in den Bauch. 1. 2, 3, langsam wieder zur Mitte und auf die andere Seite nach rechts. Linke Hand auf die rechte, Arme bleiben bitte durchgestreckt. Und da wieder 3,
2, 1. Langsam wieder zur Mitte und dann hoch und aufsetzen. Da öffnen wir noch ganz kurz die Schultern, dafür die Finger verschränken hinter dem Rücken. Die Schultern hochrollen nach hinten und dann stell dir vor, du willst mit den Händen nach hinten zum Ende der Matte, nicht nach unten, sondern nach hinten. Also man sieht da den Unterschied, was passiert, wenn ich nach unten ziehe oder nach hinten. Die Schulter fällt dann nach vorne, so fest nach hinten ziehen. Und auch da gerade ein paar Mal tief atmen. Noch 3, 2 und 1. Langsam wieder lösen, die Handgelenke ausschütteln. Ich bin einfach ein Fan von Katze-Kuh für die Wirbelsäule und gerade für Beginner ist das eine super Übung. Deswegen machen wir jetzt nur kurz Katze-Kuh. Die Arme schulterbreit, die Beine hüftbreit. Schau, dass die Handgelenke direkt unter der Schulter platziert sind und mit dem Einatmen Becken kippen für ein Hohlkreuz. Die Brust weit nach oben, der Blick hinauf. Mit der Ausatmung hin zur Brust, runder Rücken, streckt die Arme durch. Wieder einatmen, Becken kippen, Hohlkreuz, also Lordose. Und ausatmen, runder Rücken, Kyphose. Einatmen, Becken kippen, Brust heben. Ausatmen, stell dir vor, es ist eine Hand zwischen den Schulterblättern und dann drück sie weg. Das noch 3-mal. 1, 2 und 3. Langsam wieder nach hinten setzen. Solltest du mal nur 2 Minuten Zeit haben in der Früh für Yoga, dann mach einfach Katze-Kuh. Das ist super für die Wirbelsäule. Und jetzt zum Abschluss öffnen wir noch die Hüften. Dann war der ganze Körper dabei. Dafür bring die Fußsohlen zueinander in diese Baddha-Konasana-Position. Und das Ziel wäre, Ziel in Anführungsstriche, die Füße näher zu dir zu bringen, um da in den Adduktoren die Dehnung zu spüren. Es könnte sein, dass du die Füße nicht näher zu dir bringst, aber du kannst versuchen, dich näher zu die Füße zu bringen. Das heißt, du platzierst die Hände auf der Matte, Hintern geht hoch, bisschen vor und dann spüren wir vielleicht schon mehr Spannung. Ganz, ganz wichtig jetzt, nicht so da sitzen, so, sondern schauen, dass der Rücken möglichst gerade bleibt. Wir greifen die Füße, einatmen und mit der Ausatmung beginnen, dich nach vorne zu lehnen. Nur so weit, wie der Rücken aufrecht bleibt, nicht so nach vorne. Das Ziel ist dann nicht mit der Nase die Zehen zu berühren, sondern die Dehnung der Adduktoren der Hüftinnenseite. Wenn es jetzt so ausschaut, dann ist es voll okay, überhaupt kein Problem. Aufrichten und versuchen, mit den Knien ein bisschen weiter nach unten zu gehen. Du wirst sehen, umso öfter du das machst, umso öfter du auf dieses Video zurückkommst, umso leichter wird dir das fallen. Vielleicht wird es Teil deiner täglichen Routine oder alle 2 Tage. Das wäre schon super. Gesicht ganz locker, ganz entspannt. Kannst sonst auch versuchen, mit den Ellbogen ein bisschen nach unten zu drücken, wenn dir das hilft. Die Oberschenkel Richtung Matte. Und dann da noch 5, 4, 3, 2 und 1. Komm langsam wieder hoch und das war's auch schon für heute. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir Yoga zu machen. Auch, dass du auf deinen Körper schaust, auf deine Gesundheit. Komm immer gerne auf dieses Video zurück oder auf Teil 1 von dieser Videoreihe. Und bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, den Like-Button zu drücken. Ich freue mich immer über Kommentare und wenn du mich natürlich deinen Freunden weiterempfiehlst.
Falls du auf der Suche bist nach längeren Yoga-Videos und gerne mit Yoga starten möchtest, dann habe ich da eine Online-Möglichkeit und zwar auf Patreon. Der Link ist unter diesem Video, wo du Zugriff hast auf längere Klassen, Yin-Yoga-Workshop, Faszientraining, Handstand-Training, also alles Mögliche. Schau es dir gerne mal an und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal auf einem Retreat oder Yoga-Event sehen und bis dahin einfach wieder hier auf der Matte gemeinsam Yoga machen. Bis dahin alles Liebe, pass auf dich auf und wir sehen uns. Vielen Dank und Namaste.